Okay. Alles klar, Leute. Ich springe jetzt mal hier rüber. Wir machen das mal. Ich hau mir mal Hyperraum-Upgrade rein. Beziehungsweise eigentlich können wir auch, kann ich hier alles noch abspringen, wo ich noch nicht war. Hier ist unser Ziel. Ich mache jetzt einen Pitch. Ich springe jetzt hier einfach alle grünen und gelben Punkte noch irgendwie ab. Und wir gucken mal, was wir noch so finden. Wir sehen uns dann wahrscheinlich hier dann irgendwie wieder in dem Bereich. Ne? Und dann bauen wir da mal ein autarkes Schiff. Das haben wir ja noch nie gemacht. Also Quadstep meinte, dass das mittlerweile ziemlich gut funktioniert. Dass die auch gut farmen, wenn man nicht mehr in dem Bereich ist und so. Das müssen wir einfach mal ausprobieren. Einzige, was da passieren könnte, ist... Ah, Forschungsstation. Gut zu wissen, dass hier eine ist. Oh, 6 Millionen. 40 Antikraftgeneratoren. Das können wir uns mal notieren. Das Einzige, was da passieren könnte, ist, dass das Schiff zerstört wird und wir diese guten Abbauwaffen verlieren. Das könnte halt passieren. Aber vielleicht passiert das ja auch nicht. Wir werden es ja sehen. Wir werden es ja wirklich sehen. So gut, Leute. Wie gesagt, jetzt gibt es wirklich mal ein Pitch. Jetzt müssen wir erstmal gucken, ob ich überhaupt nur in der Lage bin, an die Asteroiden ranzukommen oder ob ich so groß bin dafür. Bin ich auch mal gespannt drauf. Das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Das testen wir jetzt gleich mal. Das testen wir jetzt. Ich finde das übrigens, dass das sogar ganz geil aussieht, wenn die mittleren Triebwerke rot sind und die äußeren blau. Vielleicht lasse ich das sogar so mal gucken. Selbst wenn ich dann genug Arborion haben sollte. So, mal gucken, ob wir in der Lage sind, da ranzukommen. Muss man die Kamera anders machen. Das ist halt echt kein Schiff mehr, mit dem man Asteroidenfeldern rumfliegen sollte. Aber ist ja trotzdem interessant zu wissen, ob das jetzt geht oder nicht. Jo, geht noch, Leute, nice. So, wir gucken mal eben, wie meine Beziehung ist mit denen, die ich jetzt auch bewundert. Okay. Alles klar, ich muss es nicht mehr verkaufen. Wir würden aber 550.000 Credits bekommen und ich kann das gebrauchen auf jeden Fall. Und ich habe schon genügend Asteroiden jetzt gefunden, die ich noch nicht verkauft habe. Also, wo wir Minen draufbauen können. Das passt so. Verticke ich die beiden und kriege über 1 Million. So, raus hier. Ich sag mal so, spätestens, wenn ich auf 11... Upgrade-Slots gehe, könnte das sehr, sehr interessant werden mit, ob wir hier noch rankommen an solchen Sachen. Ich weiß es nicht. Na gut, hier irgendwo ist da noch einer gewesen, ne? Den haben wir? Da vorne ist noch irgendwo einer. Wir haben hier übrigens ein Wurmloch. Da kommen wir direkt in diesen Bereich hier. Deswegen finde ich es ja eigentlich so cool und würde hier gerne vielleicht unseren Heimatsektor irgendwo starten. Wo wir dann auch Minen bauen und so, weil von hier überall Wurmlöcher ausgehen. Das ist sau cool eigentlich. Mal gucken, jetzt ein ganz Isotan. Ich glaube, die kille ich noch. Irgendwie finde ich das gerade cool mit dem Schiff. Das mache ich mal noch.
Okay, Leute, da sind wir. Ist es wirklich der Sektor, wo ich meine, der ist so toll? Super Sektor, zwei Asteroiden haben wir hier. Wird mir das irgendwie angezeigt? Asteroid Beam. So, und wenn ich mich nicht ganz täusche, gab es hier auch einiges an Arborion, oder? Was ist hier gewesen? Da ist Arborion zum Beispiel. Da ist Arborion. Und hier sind auch keine feindlichen Schiffe mehr und so. So, gut Leute, wir probieren das jetzt mal aus. Ich baue mal schnell ein Schiff zusammen. Das heißt, wir steigen mal aus. Und dann geben wir dem Kapitän und dann schicken wir den quasi auf Abbaukurs. Und gucken mal, wie das so funktioniert. Okay, das machen wir jetzt mal. So gut, Leute. Unser Kackschiff ist fertig. Nee. Gyrophalanx fehlt noch. Okay, wartet mal. Das sieht ein bisschen aus wie ein Zeppelin oder so, was ich da gebaut habe. Aber sollte jetzt auch nicht schön sein. Ich wollte eigentlich schon schnell was zusammenkloppen. Falls das gut... Okay, aufpassen. Falls das gut funktionieren sollte mit dem Farmen und so, würde ich dann ein schönes Schiff bauen. Zum Abbauen und so, was cool aussieht. Aber... erstmal gucken, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Davor mache ich aber erstmal die Kollegen platt. Meine lieben Jäger, schwärmen bitte aus. Aber ich werde so oder so dann auf jeden Fall bald bessere Jäger herstellen. Aber dafür bräuchte man eigentlich erstmal Arborion, weil wenn, dann würde ich gleich Arborion-Jäger machen. Darum hoffe ich, dass die Drohne jetzt funktioniert. Oder unser zweites Schiff, oder was auch immer, wie man das nennen möchte. Machen wir ganz kurz hier aus den Asteroiden raus. Hier. Auf geht's. Hält ein bisschen mehr aus gerade, die Kollegen. Man merkt, dass man im Arborion-Gebiet ist. Aber da gibt es ja auch besseres Loot.
Nächster Versuch. Abbauen. Ja, muss ich da machen, ne? Abbauen. Yo, es bewegt sich. Der Zeppelin bewegt sich. Aber man müsste dann irgendwie einstellen können, das geht aktuell leider noch nicht, was er abbaut. Also, dass er zum Beispiel Orgonit ignoriert oder sowas. So, mal gucken jetzt hier. Er fliegt auf jeden Fall schon mal in die richtige Richtung. Wenn auch sehr langsam, aber es ist ja auch in Ordnung. Es ist ja sehr gefährlich hier. Ne, Zeppelin? Ja, nicht gegen fliegen. Alter. Guck mal, wir haben schon 160 Arborion. Obwohl ich nichts gemacht habe. Ey, das funktioniert? 450 Arborion. Nice! Der Zeppelin fetzt, Leute. Yo, und jetzt? Macht er nicht mehr weiter, wie es aussieht. Könnte es sein, dass es durchaus Sinn machen würde, das Schiff ein bisschen kleiner zu machen? Wartet mal eben. Ey, wir könnten ja theoretisch auch einfach mein altes Design nehmen. Also mein altes Schiff, machen das einfach ein bisschen kleiner und probieren es dann mal damit. Da hätte es auf jeden Fall bessere Stats, weil das alles ein bisschen ausgewogener ist. Und wir machen das einfach richtig klein. Machen wir halt irgendwie 3 Upgrade-Slots oder 2 oder so. Ich weiß es nicht. Einfach mal ausprobieren. Ich habe mich nämlich auch mal mit André und David und so unterhalten. Die haben gemeint, dass es absolut okay ist, wenn das Abbauschiff allein in einem Sektor ist. Dann scheinen in der Regel keine Feinde zu kommen. Das müssen wir dann jetzt gleich mal ausprobieren. Wir machen das jetzt mal. Ich mache jetzt mal ein sehr, sehr kleines Schiff mit meinem alten Design. Und dann gucken wir mal, wie das so abbaut. Weil der Zeppelin war jetzt ja nur zum Gucken erstmal, ob das überhaupt ordentlich funktioniert und so, ne? Und im Anschluss werden wir dann den Sektor einfach mal verlassen und hoffen, dass das Schiff überlebt. Wir werden es sehen. Aber wenn das gehen würde, wäre das genial, Leute, weil dann könnten wir einfach überall, wo Arborion ist, machen wir einfach ein Abbauschiff und dass wir wirklich ganz viele Sektoren parallel abfahren. Das wäre großartig, Leute. Schon einen Hangar unten. Ich würde genau die nehmen, wo wir keinen Hangar unten haben. Genau die. Ah, hier haben wir noch einen Hangar. Das müsste aber auch gleich weg sein. Hey! Ah, ich hatte hier auch schon einen Hangar. Ah, interessant. So, Leute. Das hier ist die letzte Version, bevor ich einen Hangar eingebaut habe. Hier unten. Das heißt, wir nehmen die hier, aber Hangar brauchen wir jetzt erstmal wirklich nicht bei einem Farmschiff. Ich weiß nicht, ob man den, ob die KI damit umgehen kann, wenn die selber einen Hangar hat mit Jägern und so. So, okay, übernehmen. So, ja klar, das Schiff ist viel zu groß, das ist klar. Ich würde vielleicht sogar mal was ausprobieren wollen. Wartet mal, kann ich denn nicht? Weil, was mich bei dem Schiff ein bisschen stört, vom Design und so ist, dass das hier so breit ist. Können wir das leicht ein bisschen nach unten skalieren, die Breite? Das müsste doch gehen, wenn ich so mache. Jetzt das kopiere. Hier einfüge. Wie löse ich denn das jetzt am besten? Am besten, ich mache nochmal rückgängig. Löche hier alles. Okay, das ist nicht die beste Idee. Ja. So. Moment, machen wir das hier nur noch ein Block ist. Das ist jetzt ein bisschen experimentell. Ich probiere das noch gerade mal aus, ob ich... Kannst du... Ja. Sprungsblock will ich auch gerade nicht mehr machen. So, und jetzt einfach einfügen. Und dann würde ich das hier rankloppen. So. Ah ne, halt. Rückgängig. Der Clou kommt doch jetzt erst noch. Und zwar hier drücken. Hier ran. Jetzt kann ich das doch. Genau, jetzt kann ich das skalieren, wie ich Bock habe. Ich würde es einfach ein bisschen nach unten machen. Jetzt nicht übelst dolle, weil so wird das natürlich komisch aussehen. Dann sieht das so gestaucht nach unten aus. Aber so ein ganz kleines bisschen. So hier vielleicht.
Das ist halt ein bisschen schmaler. Wir können es. Ein Stück können wir vielleicht auch noch machen. Wartet mal. Es ist witzig, dass das funktioniert. So, hier. Sieht halt jetzt aus wie blattgedrückt, weil man halt voll das alte Design gewohnt ist irgendwie. Ich weiß es nicht. Aber es ist halt so ein bisschen schnittiger oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich würde es einfach mal ausprobieren. So, dann machen wir vorne den Block weg. Und jetzt Schiff nach unten skalieren, bis wir... Zwei Upgrade-Slots reichen eigentlich aus. Jetzt haben wir noch drei. Jetzt haben wir noch zwei. Ich mache mal noch kleiner. Ach nü, guck mal, Leute. So, ich hätte aber gerne... Eigentlich reicht es doch aus, wenn wir einen... Wenn wir einen Upgrade-Slot haben, oder wie klein kann ich denn das da machen? Haben wir den immer? Haben wir damit immer einen Upgrade-Slot? Ah, da kriege ich keine Waffe drauf, würde ich mal schätzen. Das wird das Problem sein. Wir können mal gucken, wie groß die Waffen sind. Das würde... gehen. Wahrscheinlich. Finde ich eigentlich wohl cool jetzt, warte mal. Ganzes Schiff anpassen, am Warion umwandeln. Das dürfte jetzt eigentlich nicht so teuer sein. Können wir uns leisten. Anwenden. Was ist denn das da vorne? Generator? Wieso guckt denn der raus? Ist er jetzt zu groß oder was? Was ist denn, wenn ich den Generator wegmache? Okay, das Schiff bleibt da. Ah nee, das Problem ist ja, dann habe ich nicht genug Crew-Leute. Deswegen darf ich das, das ist quasi das Problem, weswegen ich es doch größer machen muss. Okay, alles klar, wir gehen einfach auf zwei Upgrade-Slots und wir gucken mal, ob das ausreicht. Jetzt haben wir vier, wir brauchen halt 14 Leute, brauchen wir schon. Okay, dann noch größer. Sechs Quartiere. Das ist halt immer noch übelst klein, Leute. 10 Quartiere. 14. So. Oh, das sieht eigentlich ganz witzig aus. Ich würde es wahrscheinlich sogar rot färben, glaube ich. Hey, wir haben unser erstes Schiff komplett aus der Warion, Leute. Was sagt man denn dazu? Der muss das erstmal noch alles ein bisschen berechnen, habe ich so das Gefühl. So. So gut, Leute. Yo, das Ding ist, es ist einfach sehr, sehr, sehr weit runter skaliert, ne? Und dann sehen die einfach nicht mehr so geil aus, die Schiffe, desto kleiner die sind. Aber die steuert sich immer mega cool, ja. Es hat auch überall Maximum, was Manövrierfähigkeit angeht. Okay, cool. Also relativ schnell, habe ich so das Gefühl. Auf jeden Fall ist es super wendig. So, gut. Dann probieren wir das jetzt mal aus, wie das jetzt so klarkommt. Was hast du denn? Schub 80 Meter pro Sekunde, nice. Hier und da kann man bestimmt Einzelsysteme ausbauen, die wir da jetzt nicht drin brauchen. Aber ich finde das schon okay, so wie es jetzt ist. So als kleine Bergabbau-Drohne ist das noch ganz cool. Ich muss ja mir eben noch dann schnell Waffen geben und so, aber es kommen gerade Piraten, die muss ich erstmal killen. Was sind die denn? Die sind weg, oder? Nee. Ah, meine Jäger gehen schon drauf. Was geht denn mit dem ab, Alter? Nicht mein kleines Schiff kaputt machen! Guck mal, da ich. Oh. Niedlich. Ja, ich glaube, was die Jäger kümmern sich darum. Ich gehe trotzdem nur mal sicher. Ich habe keinen Bock, jetzt hier zerstört zu werden, während ich in dem kleinen Schiff sitze. Das würde nämlich bedeuten, dass ich von vorne machen muss. Das wäre etwas ungünstig, das Risiko. Muss ich jetzt nicht eingehen. Vorne noch.
Ah. Wie wirklich? Ich krieg davon auch Schaden? Na gut, es ist halt ein sehr, sehr stabiles Schiff. Das darf man. Also, guck mal, das sieht doch ganz geil aus. Ich bin ja fast dafür, dass wir die Turbine auch noch rot machen. Mal gucken, was das kostet. Das sollte aber cooler aussehen. Das sollte deutlich cooler aussehen. So, Schiff reparieren. Geht gerade nicht. Nee. Okay, chillen wir nochmal kurz. So, lass das mal ausprobieren eben. Blöcke umwandeln. Turbinen. Toll wäre das denn. Ach, das hält sich doch an Grenzen. So. So. Ich fände es auch cool, wenn das auch noch. Moment. Was ist denn das Triebwerk? Einfach nur Triebwerk. Das Gerichtete? Nee, ne? So, gut, Leute. Wow! Oh, wie geil das sich steuert, Leute. Hammer. Okay, damit bin ich sehr, sehr zufrieden. So, das speichern wir erstmal. Jetzt habe ich das quasi auch fest. Und dann kann jetzt immer gleich das Schiff einfach laden. Und, also in den neuen Sektor, wo Arborion ist, das Schiff laden. Und quasi Neues gleich machen, was Asteroiden abbaut und so weiter. Das ist doch super cool.